Die größten Hummer der Welt. Vor den Küsten Neuschottlands gibt es davon immer mehr. Für viel Geld wird er als Delikatesse in die ganze Welt exportiert. Eine Region lebt vom Hummer. Wenn der Hummer in der Reuse landet, ist es vorbei mit der Freiheit. Randy Butlier und Dale Cooper sind täglich auf der Jagd nach dem Einzelgänger. Ein Hummerköder mit Makrelen gestopft. Jeden Tag wird er in der Hummerfalle erneuert. 350 Fallen haben Randy und Dale im Wasser. Die müssen hochgezogen, geleert und wieder neu präpariert werden. Seit 5 Uhr morgens sind die beiden mit Randys Boot unterwegs. Schon sein Vater war ein Fischer und hat ihm beigebracht, wo die Hummer in die Fallen gehen. Zwölf Stunden dauert sein Arbeitstag. Es ist eine mühselige Arbeit, aber sie lohnt sich. Für mich war die Saison großartig. Ich kann mich nicht beschweren. Diese ist wahrscheinlich meine zweitbeste seit jeher. Es könnte sogar meine beste werden, wenn wir die letzten 2 Wochen noch aufholen. Da sind die Fänge etwas zurückgegangen. Wir hoffen, dass der Ostwind kommt. Der würde das Wasser wieder etwas aufwärmen. Das würde unsere Fänge wieder erhöhen. Hier an der Südküste ist der Frühling noch kalt. Das Wasser hat nur 12 Grad. Und die typischen Küstennebel ziehen innerhalb von 10 Minuten auf. Randys Hummerfallen sind von ihm selbst gebaut. Ein ausgeklügeltes System. Der Hummer kommt hier nicht raus. Er geht rein durch diese Öffnung und fällt hinten runter. Von da aus kommt er nicht mehr hoch. Deshalb bleiben die meisten von ihnen in der Falle. Die kommen nicht raus. Wenn man die Falle ganz lange im Wasser lassen würde, könnten sie es vielleicht schaffen. Wenn eine Falle von der Boje abreißt, öffnet sich die Klappe. Dann können die Hummer raus. Die wenigsten Fischer wagen sich wegen des steinigen Untergrundes mit ihrem Boot so nah an die Küste heran wie Randy und Dale. Seit ich 12 war, ging ich mit meinem Vater fischen. Und eines Tages, so mit 16, sagte er, du solltest lieber einen richtigen Job machen, als Fischer verdienst du nichts. Also zog ich in die Stadt und blieb dort für 37 Jahre und bin dann in meine Heimat zurückgezogen. Ich liebe es hier. Es gibt keinen Verkehr, keinen Krach, kein gar nichts. No traffic, no noise, no nothing. Eine Hummerlizenz zum Hummerfischen kostete vor 15 Jahren 100.000 kanadische Dollar, etwa 70.000 Euro. Die Lizenz ist für Randy heute eine reine Gelddruckmaschine. Momentan bekommt man dafür in dieser Gegend so um die 350.000 Dollar, vielleicht sogar eine halbe Million. In anderen Gegenden muss man nicht so viel bezahlen. Und hier? Naja, ich würde meine nicht für eine halbe Million verkaufen. Das ist genau mein Ding. Gegen 17 Uhr geht es mit 300 Pfund Hummer zurück an Land, um in spätestens 12 Stunden mit dem Boot wieder auf dem Wasser zu sein. Randy kann gut vom Hummerfang leben.
Manchmal zweigt er ein paar Hummer aus seinem Fang ab, um sie im Bekanntenkreis zu verkaufen. Randys Frau Cindy hat versprochen, ihren Arbeitskollegen günstig ein paar Tiere mitzubringen. Für den Preis, den er auch am Hafen dafür bekommt. 5 kanadische Dollar das Pfund. Das sind etwa 3,50 Euro. In der Kühltasche wird Cindy die Hummer mitnehmen und als eine Art neuschottischen Pausensnack morgen früh verkaufen. Neuschottland, Nova Scotia. Von hier aus werden jährlich 22.000 Tonnen Hummer in die ganze Welt exportiert. Die kanadische Atlantikprovinz gehörte früher zum alten Arkadien. Hier entdeckten die Europäer den Kontinent. Heute leben auf der Halbinsel 900.000 Menschen sämtlicher Nationalitäten. Mehr als ein Drittel davon in Halifax. Die Neuschotten meinen, dass ihre Halbinsel selbst die Form eines Hummers hat. Von allen Seiten ist Neuschottland von Wasser umgeben. Für die Hummer herrschen deshalb ideale Lebensbedingungen. Kühle Meeresströmungen und felsiger Untergrund. Viel Natur und wenig Menschen. In Neuschottland herrscht eine entspannte Atmosphäre. Richtigen Stress haben die Einwohner selten. Ohne den Hummer kann Neuschottland wirtschaftlich kaum existieren. Die Regierung stellt Wissenschaftlern viel Geld zur Verfügung, damit sie die Lebensbedingungen der Hummer hier vor der Küste erforschen. John Tremblay ist Meeresökologe am Bedford-Institut für Ozeanographie. Hier im Meerespavillon leben seine Beobachtungstiere. Wir versuchen, dem nachzugehen, was in der Natur passiert. Wir möchten besser verstehen, welchen Effekt die Fischerei auf die Hummerbestände hat. Wir setzen dies auch ins Verhältnis mit den Temperaturänderungen oder anderen Vorkommnissen. Wir haben also eine Anzahl von Faktoren, die wir in Relation zu dem Hummerreichtum setzen können. Also beobachten wir sie in den verschiedenen Wachstumsstadien. Seit 30 Jahren beschäftigt sich John Tremblay mit dem Ökosystem des Meeres und speziell den Hummern. Es ist ziemlich einfach, Männchen und Weibchen zu unterscheiden. Der Fortsatz bestimmt das Geschlecht. Ich hoffe, ich kann ein Hummerpärchen finden. Wenn Sie diesen Fortsatz hier betrachten, das ist der erste Teil am Schwanz. Dieser Bereich ist unbiegsam und hart, also haben wir hier ein Männchen. Hingegen das Weibchen ist an dieser Stelle ganz zart. Also das ist der Schlüssel. Ein weiterer Unterschied ist der breitere Bauch des Weibchens im Verhältnis zur Panzerlänge. Denn das Weibchen trägt die Eier, deshalb ist dieser Teil weiter. Wenn man das Männchen nochmal anschaut, es hat die gleiche Größe, sieht dieser Teil enger aus. Sobald das Weibchen geschlechtsreif wird, bekommt sie den breiteren Bauch. Beim Männchen hingegen wachsen die Scheren im Verhältnis zum Panzer. Am Bedford-Institut macht man sich seit einiger Zeit Sorgen um die Hummer im Meer. Zwar wird der Hummerfang stark kontrolliert, aber die Fischer holen trotzdem immer mehr Tiere aus dem Wasser. Wir machen uns Sorgen um den technischen Fortschritt in der Hummerfischerei. Es gibt immer größere Boote, nicht mehr, aber bessere mit mehr Power, sodass auch weit ab von der Küste gefischt werden kann. Darüber machen wir uns Gedanken und wir überlegen uns Schritte, um dagegen etwas zu tun. Seit einigen Jahren arbeiten die Fischer direkt mit den Wissenschaftlern zusammen. Heute ist Hummerbiologe Carl MacDonald mit an Bord.
Die Wissenschaftler wollen helfen, den Hummerfang auch für zukünftige Generationen von Fischern zu sichern. Heute messe ich alle Hummer, die an Bord kommen. Alle großen, die kleinen, Männchen und Weibchen. Denn ich möchte einen Eindruck von der Struktur der Population bekommen. Ich möchte erfahren, ob die Hummer, die hier gefangen werden, gerade so die zulässige Fanggröße haben oder ob besonders große Exemplare dabei sind, wie viel besonders kleine, damit wir einen Eindruck davon bekommen, wie gut es der Hummerfischerei geht. Die Fischer brauchen die Lizenz und haben begrenzte Fangzeiten. Aber in dieser Zeit können sie Tag und Nacht fischen. Sie holen heute weit mehr Hummer aus dem Wasser als noch vor 10 Jahren. Um die Population nicht zu gefährden, müssen sie mittlerweile nicht nur Hummer unter 21 cm Länge wieder zurück ins Wasser lassen. Dieser Hummer hat Eier. Jeder Hummer mit Eiern muss zurück in den Ozean, damit sich die Hummer fortpflanzen können, denn so können mehr Hummer nachwachsen. Von einem Ei bis zum Hummer dieser Größe dauert es etwa 8 Jahre. Aus diesen Eiern werden hier wahrscheinlich im Sommer die Larven schlüpfen. Deshalb muss alles, was Eier hat, freigelassen werden. Während es weltweit immer weniger Hummer gibt, hat der Bestand in Neuschottland in den letzten Jahrzehnten, abgesehen von leichten Schwankungen, zugenommen. Diese leichten Schwankungen in Bezug auf die Hummerpopulation sind ganz normal und geschehen im Einklang mit dem Ökosystem. Aber ein anderer Punkt sind die Fangmethoden, die immer umfangreicher werden. Das kann eine hohe Verlustrate verursachen. Sturm, Wind und Wasserbedingungen haben auch Einfluss auf die Hummerbestände, deren Stand wir jährlich genau bestimmen. Wir wollen sichergehen, dass die Population gesund bleibt. Seit der Kabeljau, der natürliche Fressfeind des Hummers, vor Neuschottlands Küsten durch Überfischung verschwunden ist, kann sich der Hummer hier bestens vermehren. Wenn nicht auch er irgendwann überfischt wird. Das Klima wirft andere Fragen auf. Milde Winter und frischere Sommer werden irgendwann auch Konsequenzen für die Hummerpopulation haben. Aber das Schlimmste sind die heftigen Stürme, die es hier immer öfter gibt. Dieser Hummer wurde im Sturm beschädigt. Im letzten November gab es hier einen tropischen Sturm, einen Hurricane, und man kann deutlich die Anzeichen sehen, wo der Hummer an Gestein geworfen wurde. Hier, das ist im November passiert und ist abgeheilt, aber es ist noch vernarrt. Und es gibt eine Menge Hummer wie diesen. Der Sturm war so stark, er hat die ganze Küste Nova Scotias erschüttert. Für uns als Hummerbiologen ist es wichtig, diese Schäden zu dokumentieren, damit wir wissen, auf welche Weise so ein Sturm den Bestand schädigen kann. Ein Hummer mit beschädigter Schale ist nichts mehr wert, weil sein Fleisch gelitten haben könnte. Deshalb kommt er zurück ins Wasser. Der Hummer in Freiheit ist ein Höhlenbewohner. Er braucht kühle Gewässer und felsigen Untergrund, um sich zu verstecken. Um zu wachsen, wirft der Hummer die Schale ab. Dann braucht es 3 Wochen, bis sich die neue Schale gebildet hat. Ein Hummer kann 100 Jahre alt werden. Zur Fortpflanzung und Nahrungsaufnahme kommt er an die Küsten, wo das Wasser wärmer ist. Danach zieht er wieder alleine weiter. Die gefangenen Hummer gehen vom Hafen aus gleich in den Export. $5 bekommen die Fischer dieses Jahr für ein kanadisches Pfund Hummer. Das sind 445 Gramm. Heute ist Grading Day. Die Hummer werden nach Größen sortiert. Demnächst geht eine große Ladung per Frachtflugzeug nach Europa.
Die Holländer Henriette und Mike Jumelet sind vor 4 Jahren ins Hummergeschäft eingestiegen. In Halls Harbour an der Bay of Fundy im Nordwesten Neuschottlands leiten sie einen Hummerexporthandel. Dem angeschlossen ist ihr Restaurant. Mikes Leute arbeiten auf Zuruf für ihn. Immer dann, wenn die Fischer viele Hummer bringen. Biologisch gesehen haben die Hummer einen hohen Stresspegel, wenn sie hierher kommen. Als erstes und einziges führen wir deshalb das Wiegen durch, damit der Fischer sofort weiß, wie viel er gefangen hat und was er an Geld bekommt. Dann kommen die Hummer direkt wieder ins Wasser und werden die nächsten 24 Stunden von niemandem berührt. Dann kommt die Phase 2. Wir nehmen sie aus dem Wasser und ordnen sie verschiedenen Größen zu. Hier in unserer Fabrik sind es 32 verschiedene festgelegte Größen. Die meisten unserer Kunden aus Asien oder aus Europa möchten die Gewichtsangabe in Gramm. Dann sortieren wir die Hummer aus, die nicht exportiert werden können. Hummer mit einer zu weichen Schale oder beschädigte Exemplare. Nach dem Abwiegen jedes einzelnen Hummers wird er weitere 72 Stunden in Ruhe gelassen. Zusammen mit den anderen, die mit ihm in der Kiste liegen. Das Geschäft läuft gut. Übers Jahr schwanken die Verkaufszahlen. Da gibt es bestimmte Zeiten, in denen jeder Hummer kaufen will, zum Beispiel an Weihnachten. 2 Wochen vor Weihnachten ist das ein Irrenhaus hier. Jeder will Hummer, ob in Asien oder in Europa. Wir verkaufen also 20% der jährlichen Verkäufe in diesen 10 Tagen. Tag und Nacht geht der Hummer hier rein und raus in riesige Anzahl. Normalerweise in Zeiten wie jetzt exportieren wir ungefähr 25.000 Pfund die Woche. Während in Halls Harbour an der Bay of Fundy die Fischer von den Gezeiten abhängig sind und erst mit der Flut wieder in den Hafen einlaufen können, sind weiter südlich im Hafen von Metagen bereits alle zurück. Hier in der Provinz Jarmuth ist heute das Ende der Fangsaison. Jeder Hummerfischer muss bis abends alle Hummerfallen aus dem Wasser gezogen und an Land gebracht haben. Bei Zuwiderhandlung drohen saftige Geldstrafen. Neben den teuren Lizenzen haben die Fischer der einzelnen Provinzen verschiedene Hummerfangzeiten. Manche nur 2, andere 6 Monate. Die Fangsaison der Fischer von Metagen ging von Ende November bis Ende Mai. Und die meisten waren sehr erfolgreich. 500-600 Pfund am Tag. Und was machen Sie mit dem Rest der Zeit im Jahr? Golf spielen. Die Frauen von Nova Scotia gehen nicht Hummerfischen. Aber sie arbeiten mit beim Abwiegen und Verpacken. So wie Charlene. Heute, am letzten Tag, hat sie noch mal Glück. Sie hat ein 3,5-Kilo-Exemplar erwischt. Dieser Hummer ist etwa 40 bis 50 Jahre alt. Es kommt darauf an, wo du deine Fallen ins Wasser packst. In welchem Areal. In dem einen Jahr packst du sie in dieses Gebiet und es ist voll mit Hummern. Und im nächsten Jahr fischst du im selben Gebiet und da ist nichts mehr. Es ist wie Roulette spielen. Packe ich sie dahin oder dahin? Roulette, there you're throwing it. Are they there or are they there? Auf Wunsch verkauft Charlene auch direkt vom Schiff aus die Hummer. Wenn die Fangsaison der Hummerfischer in der Provinz zu Ende ist, kehrt wieder Ruhe ein.
Manche arbeiten für den Rest des Jahres im Tourismus. Einige wenige können es sich leisten, ein halbes Jahr Urlaub zu machen. Das Ende der Saison ist für die verschiedenen Provinzen immer ein Grund zum Feiern. Eine besondere Aktion ist der Hummer-Ess-Wettbewerb. Mit dem Genuss einer Delikatesse hat das wenig zu tun. Drei Hummer muss jeder der Teilnehmer so schnell wie möglich essen und die einzelnen Hummerteile perfekt ausschaben. Drei Minuten und 31 Sekunden. Weltklasse. Im Gemeindehaus in Shelburne feiert man das Saisonende bedächtiger. Die Ehefrauen der älteren Hummerfischer organisieren in Tagen wie diesen ein kleines Restaurant. Seit einer Woche sind sie bereits mit den Vorbereitungen beschäftigt. Bernice Goodick managt hier alles. Das Angebot der selbstgemachten Hummerspeisen erstreckt sich von Hummerburger bis Hummersuppe. Die Saison ist erst vor einer Woche zu Ende gegangen. Das ist die erste Möglichkeit, sich mal hinzusetzen. Man bekommt Hummer das ganze Jahr über im Restaurant, aber es ist sehr, sehr teuer. Doppelt so teuer wie das, was wir verlangen. Deshalb sieht man hier heute so viele Gäste, weil wir günstiger sind. Die meisten von Bernice' Gästen haben schon als Kinder Hummer gegessen. Keine Lobsterburger, wie sie heute zubereitet werden, aber Hummer, wie er einmal war, in der guten alten Zeit. Wir haben als Kinder so kleine Baby-Hummer gefangen aus dem Seegras. Und wir haben sie wie Hotdogs oder sowas gegessen, denn sie waren günstig. Heute kann man sich den Hummer nicht mehr ständig leisten. Dabei waren sie für uns tägliche Normalität. Wenn man einen essen wollte, hat man eben eine Falle gesetzt und einen gefangen. Hummer hat man als Kind in der Schule gern gegen ein Sandwich mit Erdnussbutter und Marmelade getauscht. Man wollte auf keinen Fall Hummer, wenn es Erdnussbutter mit Marmelade gab. Aber wir reden von der Vergangenheit. Das ist 60 Jahre her. Die Zeiten haben sich sehr geändert. Im Export von Halls Harbor werden die Hummer heute verpackt. Die lebenden Hummer kommen mit drei Kühlpacks in einen einfachen Pappkarton, innen mit Styropor ausgelegt. Während unten gepackt wird, müssen die Holländer Mike und Henriette im oberen Stockwerk die gesamte Logistik bewältigen. Bei lebenden Tieren muss der Zeitplan peinlichst genau berechnet werden. Your turn? Ja. Okay. 12 until 7 tonight and we're open 7 days a week. 48 Stunden können die Hummer in solch einem Karton bleiben. Sie sind zusammengepfercht zu 30 Pfund pro Kiste. In the wild, in the ocean, a lobster is a solitary animal. They live all by themselves. In der Natur ist der Hummer ein Einzelgänger. Sie leben für sich und wenn ein zweiter Hummer auftaucht, kämpfen sie.
Das mögen sie nicht. Also legen wir sie, bevor wir sie zusammen in eine Box packen, in sehr kaltes Wasser, um sie anzukühlen. Sie fallen in eine Art Winterstarre. Bis zu dem Moment, in dem sie in die Box getan werden, schlafen sie. Sie haben nichts davon gemerkt, dass andere Hummer um sie herum sind. Doch spätestens im Flugzeug werden die Tiere aufwachen. Für etwa 300 Millionen kanadische Dollar werden die Hummer von Neuschottland pro Jahr exportiert. Seit einiger Zeit stellt Mike starke Veränderungen fest. What we find is that the amount of lobsters that are caught in total in Nova Scotia. Wir stellen fest, dass die Gesamtmenge, die an Hummern in Nova Scotia gefangen wird, stetig ansteigt. Die Erhaltungsmaßnahmen der Bestände für die zukünftigen Generationen funktionieren sehr gut. Aber wir beobachten auch, dass es in letzter Zeit mehr Hummer mit weichen Schalen gibt als noch 10 Jahre zuvor. Die Anzahl dieser Hummer steigt. Es könnte damit zusammenhängen, dass sich zu viele Hummer auf dem Meeresboden bewegen und deshalb nicht ausreichend Nahrung da ist. Das könnte der eine Grund sein. Der andere Grund könnte die Auswirkung von Umwelteinflüssen im Ozean sein. Die Fischer von Halls Harbor sind noch auf See und holen die letzten Fallen hoch. Blair Simpson und sein Assistent Ryan haben bereits 10 Stunden hinter sich. Blair hat das Boot und die Lizenz von seinem Vater geerbt. Er selbst ist pensionierter Lehrer. Für ihn ist das Hummerfischen nur Hobby. Eigentlich würde Blair seine Lizenz und das Boot gerne verkaufen. Aber junge Leute wie Ryan haben andere Interessen und machen das Hummerfischen höchstens als Aushilfsjob, um Geld zu verdienen. Obwohl die Lizenzen viel Geld wert sind, ist es schwierig, einen jungen Fischer zu finden, der sie kauft. Es ist schwierig für den Nachwuchs. Es ist sehr schwer für einen jungen Fischer in der Branche Fuß zu fassen, wegen der Kosten, um sich alles anzuschaffen. Vielleicht ändert sich das mal mit Hilfe von Gesetzesänderungen, aber im Moment sieht es nicht danach aus. Es ist heute sehr teuer, in das Hummerfanggeschäft einzusteigen. 1,5 Millionen kanadische Dollar kostet es derzeit einen jungen Fischer, neu in den Hummerfang einzusteigen. Ansonsten werden Lizenzen und Ausrüstung höchstens vererbt. Immer weniger Hummerfischer werden sich den großen Hummerkuchen hier in Neuschottland teilen. Und Blair stellt auch Veränderungen bei den Fängen fest. Wissen Sie, wir fangen viele gehäutete Hummer mit weichen Schalen. Ich weiß nicht, ob das wegen der wärmeren Winter ist. Wenn es kalte Winter sind, fangen wir eher Hummer mit guter Qualität. Für Blair steht fest, dass der Hummerfang so erfolgreich nicht weitergehen wird. Das Klima ist das eine Problem. Der Nachwuchs ein anderes. Aber selbst wenn sich die Anzahl von 3.500 Hummerfischern hier halbiert, werden die restlichen mit Hilfe der Technik die befürchtete Überfischung vorantreiben. Ich glaube, Hummerfischer wird es in 10, 20 Jahren noch geben. Ich glaube, es wird andere Vorschriften geben, eine Quote zum Beispiel. Man muss dann irgendwann aufhören, so viele Hummer zu fangen. Das wird eine große Veränderung geben. Solange es Hummer im Meer gibt, wird mit ihm in Nova Scotia das große Geschäft gemacht. Denn auf der ganzen Welt steigt die Nachfrage.
Im Bedford-Institut für Ozeanographie versucht der Meeresökologe John Tremblay mit seinem Team, dem Problem der weichen Hummerschale auf die Spur zu kommen. Es geht dabei um den Hummerfang im Herbst. Hummer häuten sich im Spätsommer bis Herbst, und wenn dann aus irgendwelchen Gründen die Temperatur niedriger ist, verzögert dies die Häutung, sodass die Hummer nicht genug Zeit haben, die Schale zu bilden. Hummer, die ihre Schale gerade entwickelt haben oder sogar noch dabei sind, sind qualitativ nicht gut genug, um sie zu verfrachten oder zu essen. Die Häutung des Hummers, die Eier des Weibchens und somit das Schlüpfen der Larven werden am Bedford-Institut ständig untersucht. Basically, he's got some lobster swimmer rats or pleopods that he's clipped off of the lobster. Er hat hier Teile der kleinen Schwimmbeine des Hummers, die er ihm abgeknipst hat. Und dadurch, dass er sie unter dem Mikroskop untersucht, kann er abschätzen, wann die Häutung des Hummers einsetzen wird. Und dann untersucht er noch die Eier eines Weibchens und kann sehen, wie fortgeschritten die Entwicklung des Eis ist und wann geschlüpft wird. And the size of the eye spot relative to the size of the egg, he can tell how advanced that egg is and when it's likely to hatch. Der Hummer wird komplett erfasst. Jedes kleinste Detail ist wichtig. Jede Veränderung muss protokolliert werden. Erst dann ergibt sich das Gesamtbild für die Wissenschaftler. We get information back from fishermen. Wir erhalten Informationen von den Fischern. Wir beobachten Temperaturschwankungen und natürliche Feinde des Hummers. Aber häufig widersprechen sich die Daten und man kann nicht genau sagen, warum das Überleben gut funktioniert. Das ist so etwas wie der heilige Gral für die Hummerökologen, die Bedingungen zu verstehen, die wir Überlebensvarianten nennen. Die Neuschotten kaufen den Hummer fangfrisch und nehmen ihn mit nach Hause, setzen einen Topf mit Wasser auf und kochen ihn selbst. Es ist das Normalste der Welt für sie. In Halls Harbour können sich die Kunden den Hummer direkt aus dem Becken aussuchen. Der kleinste heißt Chicken, der größte Jumbo. Ein Pfund Hummer kostet zubereitet im Restaurant umgerechnet etwa 10 Euro. Their last supper. No, for sure. Okay, that's good, I guess. Der besondere Clou: Jeder bringt seine noch lebende Mahlzeit selbst zum Koch. Sean kocht etwa 50 Hummer pro Tag. Lebende Tiere ins kochende Wasser zu geben, bereitet ihm keine Probleme. Wenn man sie so ins Wasser steckt, mit dem Kopf und den Scheren zuerst, kämpfen sie nicht mehr. Sobald die Schere, die Nase und die Augen im Wasser sind, gibt es keinen Todeskampf. Dann sind sie auf der Stelle tot. Der Hummer wird auf dem Teller so präpariert, dass jeder ihn leicht essen kann. Die Menschen in Neuschottland wissen, wie man einen Hummer isst. Aber für Touristen ist der Panzer eine echte Herausforderung. And then you squeeze it together. And then you should be able to pick them. Just, they got their baby room painted on green.
Den Hummer im Restaurant mit Händen zu essen, ist in Neuschottland völlig normal. Halifax, die einzige Großstadt in Nova Scotia. Wenn der Hummer hierher kommt, ist er im Einkauf schon doppelt bis dreifach so teuer wie in den kleinen Häfen. Maurizio Bertossi ist Chefkoch in einem der besten Restaurants in Halifax. Der Italiener ist vor über 20 Jahren nach Neuschottland gekommen. Der Hummer steht natürlich auch auf seiner Speisekarte. Außerdem Hummersuppe und Hummersalat. Meine Stammkunden kommen zu uns ins Restaurant, um Hummer zu essen. Denn wenn man Hummer in einem kleinen Apartment kocht, entstehen übel riechende Dämpfe. Es stinkt. Ehe Sie in der Wohnung ohne Dunst abzukochen, gehen Sie lieber in ein Restaurant und essen Hummer hier. Die perfekte Art, Hummer zu kochen, wäre, das Meerwasser zu benutzen, mitsamt dem Seegras. Indem ich ein paar Gewürze und ein paar Kräuter vom Land hinzugebe, versuche ich, den Geschmack des Meeres zu imitieren. Es ist die rote Farbe des chitinhaltigen Panzers, die durch das Kochen entsteht und den Hummer so delikat aussehen lässt. Ich glaube nicht, dass meiner der Beste ist. Das Geheimnis ist, jeder kann einen guten Hummer kochen. Er sollte nur so frisch wie möglich sein. Die richtige Zeit, wann der Hummer gefangen wird, ist auch wichtig. Und ich bereite ihn mit meinem europäischen Einfluss zu. Die Fischsuppe bereiten wir nach französischer Art. Für den Salat etwas Orientalisches und ein wenig Europäisches. Aber sonst, Hummer ist Hummer. Wer es sich leisten kann, muss den Hummer nicht selbst kochen und isst ihn im Gourmet-Restaurant. Stilgerechte Tischmanieren sind dabei Voraussetzung. Der Hummer ist weltweit zu einer teuren Delikatesse hochstilisiert und das funktioniert auch in Halifax. Im besseren Restaurant zahlt man für ein Pfund Hummer umgerechnet bereits 30 Euro. Der Tourismus ist die zweite große Einnahmequelle von Neuschottland. Und alles hat sich in den letzten 20 Jahren auf den Hummer eingestellt. Zuhauf kamen vor allem US-Amerikaner hierher, um günstig Hummer zu essen. Doch seit einiger Zeit bleiben sie zum großen Teil weg wegen der hohen Benzinpreise und des schlechten Dollarkurses. Neuschottland ohne Tourismus ist wie Fischer ohne Hummer. Beides zusammen wäre eine Katastrophe für die Halbinsel. Umso wichtiger ist es für die Region, dass es dem Hummerbestand und dem Export noch lange gut geht. Oh.
Aus diesem Grund wird einmal im Jahr eine große Menge Hummer wieder in die Freiheit entlassen. Hummerbiologe Carl MacDonald hilft den Fischern, die sich zu der Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern entschlossen haben. What about up Murphy's Cove? Where they land in any large lobsters? Sexually inert. Oh. First thing, no eggs. Every fisherman is contributing to conservation of the. Jeder Fischer trägt zum Fortbestand der Hummer bei, denn sie lassen 110 Pfund der weiblichen Hummer frei. Diese Weibchen haben noch keine Eier. Wir machen eine V-Einkerbung in ihren Schwanz, tun sie zurück in den Ozean und nächstes Jahr werden sie Eier tragen. Oder übernächsten Sommer. They'll put eggs on this summer and then next summer they'll release those eggs. Die V-Einkerbung bleibt für die nächsten 6 Jahre bestehen. Und diese Hummer sind dann in dieser Zeit geschützt vor dem Fang. Den Hummerweibchen, die in diesen Kisten liegen, bleibt noch eine Frist. Wenn sie in den nächsten 6 Jahren in einer Falle landen, müssen die Fischer sie zurück ins Wasser werfen. Danach wird die V-Einkerbung wieder herausgewachsen sein. Wir lassen sie alle in dieser Bucht wieder ins Wasser. Aber Hummer können sich überall hin fortbewegen. Manche Hummer wandern meilenweit, andere werden in dieser Bucht bleiben. Also, es hängt davon ab. Sie werden einen steinigen Untergrund finden und sie bleiben dann unter dem Stein oder im Seegras, bis sie wieder genug Energie haben, um weiterzuwandern. Sie können bis zu über 100 Kilometer wandern. Wenn ihn der Mensch nicht vorher rausfischt. Preis zu verkaufen. Randys Frau Cindy hat versprochen, ihren Arbeitskollegen günstig ein paar Tiere mitzubringen. Für den Preis, den er auch am Hafen dafür bekommt. 5 Kanadische Dollar das Pfund. Das sind etwa 3,50 Euro. In der Kühltasche wird Cindy die Hummer mitnehmen und als eine Art neuschottischen Pausensnack morgen früh verkaufen. Neuschottland, Nova Scotia. Von hier aus werden jährlich 22.000 Tonnen Hummer in die ganze Welt exportiert. Die kanadische Atlantikprovinz gehörte früher zum alten Arkadien. Hier entdeckten die Europäer den Kontinent. Heute leben auf der Halbinsel 900.000 Menschen sämtlicher Nationalitäten. Mehr als ein Drittel davon in Halifax. Die Neuschotten meinen, dass ihre Halbinsel selbst die Form eines Hummers hat. Von allen Seiten ist Neuschottland von Wasser umgeben. Für die Seit ich 12 war, ging ich mit meinem Vater fischen. Und eines Tages, so mit 16, sagte er, du solltest lieber einen richtigen Job machen, als Fischer verdienst du nichts. Also zog ich in die Stadt und blieb dort für 37 Jahre und bin dann in meine Heimat zurückgezogen. Ich liebe es hier, es gibt keinen Verkehr, keinen Krach, kein gar nichts. No traffic, no noise, no nothing. Eine Hummerlizenz zum Hummerfischen kostete vor 15 Jahren 100.000 kanadische Dollar, etwa 70.000 Euro. Die Lizenz ist für Randy heute eine reine Gelddruckmaschine. Momentan bekommt man dafür in dieser Gegend so um die 350.000 Dollar, vielleicht sogar eine 500.000. In anderen Gegenden muss man nicht so viel bezahlen. Und hier? Naja, ich würde meine nicht für eine 500.000 verkaufen. Das ist genau mein Ding. Gegen 17 Uhr geht es mit 300 Pfund Hummer zurück an Land.
um in spätestens 12 Stunden mit dem Boot wieder auf dem Wasser zu sein. Randy kann gut vom Hummerfang leben. Manchmal zweigt er ein paar Hummer aus seinem Fang ab, um sie im bekannten Küste ist der Frühling noch kalt. Das Wasser hat nur 12 Grad. Und die typischen Küstennebel ziehen innerhalb von 10 Minuten auf. Randys Hummerfallen sind von ihm selbst gebaut. Ein ausgeklügeltes System. Der Hummer kommt hier nicht raus. Er geht rein durch diese Öffnung und fällt hinten runter. Von da aus kommt er nicht mehr hoch. Deshalb bleiben die meisten von ihnen in der Falle. Die kommen nicht raus. Wenn man die Falle ganz lange im Wasser lassen würde, könnten sie es vielleicht schaffen. Wenn eine Falle von der Boje abreißt, öffnet sich die Klappe. Dann können die Hummer raus. Die wenigsten Fischer wagen sich wegen des steinigen Untergrundes mit ihrem Boot so nah an die Küste heran wie Randy und Dale. Ein Hummerköder mit Makrelen gestopft. Jeden Tag wird er in der Hummerfalle erneuert. 350 Fallen haben Randy und Dale im Wasser. Die müssen hochgezogen, geleert und wieder neu präpariert werden. Seit 5 Uhr morgens sind die beiden mit Randys Boot unterwegs. Schon sein Vater war ein Fischer und hat ihm beigebracht, wo die Hummer in die Fallen gehen. Zwölf Stunden dauert sein Arbeitstag. Es ist eine mühselige Arbeit, aber sie lohnt sich. Für mich war die Saison großartig. Ich kann mich nicht beschweren. Diese ist wahrscheinlich meine zweitbeste seit jeher. Es könnte sogar meine beste werden, wenn wir die letzten 2 Wochen noch aufholen. Da sind die Fänge etwas zurückgegangen. Wir hoffen, dass der Ostwind kommt. Der würde das Wasser wieder etwas aufwärmen. Das würde unsere Fänge wieder erhöhen. Hier an der Südsee. Die größten Hummer der Welt. Vor den Küsten Neuschottlands gibt es davon immer mehr. Für viel Geld wird er als Delikatesse in die ganze Welt exportiert. Eine Region lebt vom Hummer. Wenn der Hummer in der Reuse landet, ist es vorbei mit der Freiheit. Randy Butlier und Dale Cooper sind täglich auf der Jagd nach dem Einzelgänger.